guten Abend, herzlich willkommen zu Reden mit Moses Pelham. Herzlich willkommen im Weltkulturerbe Völklinger Hütte in diesem, schon geil hier irgendwie. Also, muss man schon sagen. In der Ausstellung Generation Pop, die gerade hier läuft, geht es um Musik. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, mit dem wir ganz viel über Musik reden können, weil einerseits wurde sein Leben stark von der Musik beeinflusst. Also seine ganze Biografie durchzieht sich mit Musik und Musik hat ihn im Endeffekt zu dem gemacht, was er heute ist. Andererseits hat er aber auch selbst als Künstler sehr viel Musik gemacht und hat damit auch wieder vielleicht sogar einige von euch geprägt, beeinflusst, euch was gegeben, was man einem halt nur mit Musik geben kann. Wir waren heute mit Moses schon unterwegs. Eine wunderbare Reden mit Tradition ist, es gibt für jeden im Publikum eigentlich was zu essen bei Reden mit. Eigentlich. Nicht, wenn Moses kommt. Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Einkaufen mit Moses Pelham. Schön, dass du da bist. Danke fürs Dasein. Du kennst die Sendung, du weißt, wir wollen unseren Zuschauern immer was zu essen mitbringen. Jetzt Lebensmittel im Allgemeinen. Also eigentlich war es schon was zu essen, aber es gehen dann auch Lebensmittel im Allgemeinen, weil du hast dich ja umentschieden, was gehen wir denn besorgen? Ich dachte, was das nicht verderblich ist, dass sich bis heute Abend hält, woran die Menschen ihre Freude haben. Ich dachte an Schnaps. Wir gehen jetzt in die quasi coolste, aber auch, also ehrlich gesagt, zwielichtigste Kneipe in ganz Saarbrücken. Die morgens um 10:30 noch oder schon wieder offen hat? Sowohl als auch, glaube ich. Ja, das befürchte ich. Also, ab ins Nillis. Die Kneipe zur Hoffnungslosigkeit. Und wer hängt an der Wand? Ja, das passt alles. Everything falls in the right place. Das ist wunderschön. Ja, dir ist schon klar, dass wir da jetzt nicht rauskommen, ohne was zu trinken. Ja, schauen wir mal. Alles für die Kunst, für die Kunst und für die Kunst. Jo, wir sind auf der Suche nach was Essbarem, also beziehungsweise, weil Moses halt da ist, eher nach was Trinkbarem. Wir brauchen nicht verderbliche Lebensmittel, heißt wir brauchen Schnaps. Haben wir zu Genüge da. Das Ding ist, wir sind 200 Leute und wir haben nur 50 Euro. Ja. Was ist denn der günstigste Schnaps, den er? Womit zerstören wir denn direkt alle Innereien unserer Zuschauer heute Abend? Ich schieb euch was und ihr schüttet was zusammen. Läuft? Oh Gott, es tut mir leid. Ja, ich glaube, jetzt langt's aber, gell? Jemand mal einen Schluck Wein? Wir trinken nachher auf dich. Du, gut. Tausend Dank für die Hilfe. Herzlichen Dank. Alles Gute. Wir werden einen schönen Abend haben. Ja, denke ich. Dankeschön. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. 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 Bitte einen herzlichen Applaus für Moses Pelham. Und den Schnaps. Ja, wie war das mit dem Image? Ja, ich weiß auch nicht schon. Wer von euch möchte ein Schnäpschen jetzt schon mal gerne vorkommen? Schnaps! Ja. Einmal kurz aufstehen. Komm. Ja, wir haben so viel, da müsst ihr euch was aussuchen. Dann würde ich Wer will auch eine Flasche? Du willst auch eine Flasche? Ja? Komm, da trinken wir zwei schönen Flevo. Hier noch eine Gordons? Ja. Du willst einen Whisky? Da ist aber unser ganzer Whisky weg. Es gab ja schon mal einen Schnaps von Moses, ne? Oh. Moses? Ich wollte ja eigentlich jetzt mit dir auf die Musik trinken, weil es ja heute so um die Musik geht, aber du hast ja gar nichts mehr. Die Becher sind aber auch sehr klein. Auf was trinken wir jetzt? Jetzt können wir alle gleichzeitig mit den Menschen, also die noch was haben. Auf das Leben. Auf das Leben? Einmal auf das Leben. Prost. Prost.
dachte. Prost. Ah, was hast du mir da gegeben? Was ist das denn? Trinkst du beim Musikmachen? Ja. Trinkst du beim Schreiben oder trinkst du wirklich beim Musik an sich instrumental machen oder trinkst du einfach bei allem, was du künstlerisch machst? Trinkst du eigentlich ständig. Es gibt ja so die eine oder andere Textzeile, die das auch so ein bisschen formuliert. So das nach den rechten Worten suchen ist manchmal ein bisschen einsames Geschäft. Kann ich auch hinziehen. Dann sitzt du schon auch gerne mal da, trinkst ein und lässt so die Gedanken so ein bisschen schweifen, bis du mit irgendwas zurückkommst, das du für wertvoll genug hältst, festgehalten zu werden. Da macht das schon... Aber macht sich das ganz gut mal einfach. Aber das klingt ein bisschen, als hättest du Scheu vor der Macht der Worte, die du dir noch mal ein bisschen... Schön trinken musst. Ja, also erstmal ist so, das ist jetzt wieder voll das Plädoyer für den Konsum von Alkohol. Du kannst ja vorher sagen, dass du es so nicht meinst. Na gut, es ist ja auch deshalb eine so beliebte Volksdroge, weil es ganz offensichtliche Vorzüge hat. Ich würde mal sagen, so keine Weihnachtsfeier von irgendwelchen Unternehmen wäre, wie sie ist, gäbe es dort keinen Alkohol. Dieses Lockernde, das hat schon was. Und, wenn du jetzt da sitzt und dir überlegst, dass du eine gewisse Verantwortung hast, machst und tust, dann hilft das schon beim Öffnen. Sag ich ganz ehrlich. Also gehören Kunst und Drogen ein bisschen zusammen? In manchen Fällen, nicht immer, aber kann man das erstmal so hinstellen? Also muss ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass oft gerade bei schüchternen Menschen hilfreich sind, sich so ein bisschen zu öffnen, wie gesagt. Wenn schüchterne Menschen Künstler, die dann auf die... Ja, oft. Entschuldigung, eine Frage gestellt, die total dumm war und ich mir selbst beantwortet habe. Also siehst ja, es gibt ja so viele Menschen, die daran zerbrechen. Das ist das Ding, worauf wir eigentlich, also was wir eigentlich mit diesem woran wir gedacht haben, als du Schnaps wolltest, dass Musik und Drogen oder Musik und Alkohol ja durchaus sehr eng zusammenhängen. Also ich meine, wie viele weltbewegende Songs gehen über Drogen, sind unter Drogen entstanden, egal ob jetzt unter Alkohol oder unter Sonstigem. Und wir haben uns halt gefragt, wo da der direkte Zusammenhang ist. Aber vielleicht ist es genau dieses Öffnen. Und die Konzentration auf eine Sache, glaube ich. Wenn du so ein bisschen hibbelig bist und, oh, guck mal, und da ist auch noch was und hier, guck mal, und ah, Facebook passiert auch gerade was. Ist es schon ganz angenehm, irgendwas zu haben, das so in einem gewissen Maße entschleunigt und so einen Tunnelblick verursacht. Wie gesagt, ich möchte in keinster Weise sagen, dass es nur damit geht. Und es soll auch überhaupt kein Plädoyer für Drogen im Allgemeinen sein. Die Weil ist die einzige Droge, mit der ich mich auskenne, neben Kippen und Kaffee, ist Alkohol. Ja, was total komisch ist in deiner Szene eigentlich. Ja, das mag sein. Aber ich habe auch noch nie irgendwas ernsthaft mit irgendwelchen Szenen zu tun gehabt. Deshalb, ich habe das tatsächlich fast immer, Begebenheiten, bei denen ich mit anderen Menschen zusammengeschrieben hätte, die kann ich wirklich an meinen beiden Händen abzählen. Das war für mich immer eine sehr persönliche, sehr intime Sache, während der ich mit mir alleine war. Ich habe bei dir manchmal den Eindruck, dass es vielleicht wenige Menschen gibt, denen die Musik wiederum so viel zurückgibt wie dir. Ja? Ich meine, du bist verheiratet mit deiner Lala. Deine Lala hat eine eigene Facebook-Seite, verdammt. Es gibt tausend Liebeslieder, die du quasi an die Musik geschrieben hast oder Musik, die du über Musik geschrieben hast. Aber kannst du in Worte fassen, was es eigentlich ist, was dir die Musik zurückgibt? Weißt du, dass du nach so vielen Jahren noch so viel Leidenschaft hast, das nach wie vor voranzutreiben und da deinen Weg zu gehen?
Also jetzt in zwei Sätzen kann ich das ganz bestimmt nicht formulieren. Deswegen haben wir ja auch viel Zeit. Magst du auch einen Slivovitz? Ich stelle übrigens fest, ganz anderes Thema, dass es ganz fürchterlich ist, alkoholische Getränke zu trinken und dabei nicht zu rauchen. Ja. Ich meine, ist das Horror? Ja. Was war die Frage? Was gibt die Musik dir denn zurück, Moses? Ah, so vieles. In vier Sätzen gerne auch. Können auch acht sein. Ja gut, wie jetzt in diesen gerade von dir angesprochenen Liedern immer wieder formuliert, also die Gelegenheit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich auch selbst zu entdecken. Irgendwie, wie der Mannheimer sagt, sich für was grad zu machen. Mhm. Also es gibt ja einfach die, du kriegst aus der Musik diese ganze Energie, die du wieder in die Musik reinpfifferst. Ist das bei dir echt so ein Kreislauf? Ja, klar, völlig wahnsinnig. Also, ja, mehr als das. Also ein Kreislauf sowieso, aber ich habe das Gefühl, dass sich auf diesem Wege Dinge auch unglaublich potenzieren. Also das, ich möchte das nicht missen. Ich kann mich an nichts erinnern, was mich so oft in völlig irren Situationen beflügelt hätte, mir eine Perspektive geboten hätte. Im Zweifel auch, das ist mir egal, was ihr labert. Also echt so ein bisschen so dieses Klischee, Video-Klischee-Ding, weil ich den Kopf raussetze. Ja, ja. Macht's gut. Tschö. Du bist aktuell gerade am Samplen. Ich sample nie. Haben wir jetzt geklärt. Ja, ja. Wurde mir zugetragen. Das habe ich wieder für einen Mist erzählt. Von Menschen, die deine Wohnung beobachten. Ja. Der Moses, der kommt gar nicht mehr raus. Der sitzt die ganze Nacht im Wohnzimmer vor seinem Plattenspieler. Total autistisch. Und einsam. Und mit einem Laptop. Ja, das stimmt. Ich habe gerade wieder alte Platten ausgepackt. Und man weiß gar nicht so recht, weißt du, ist das jetzt Vergnügen und Hobby oder versucht er da was zu arbeiten? Man weiß nicht. Man weiß nicht. Man guckt, man munkelt nur. Man guckt so, ach guck mal, jetzt hat er was. Ist er jetzt, loopt er jetzt auch noch? Was macht er da eigentlich? Schön. Ja, das haben die Leute vor deinem Fenster mir auch gesagt. Ja, ja. Aber du samplest nur. Aber es war ja eine Zeit lang. Also Hip-Hop wurde immer viel gesampelt, dann war es eine Zeit lang sehr so, dass man lieber viele Sachen dann selbst eingespielt hat. Teilweise, also Max Harrer hat zum Beispiel so viel gearbeitet, dass er sich selbst Samples geschaffen hat. Also er hat Sachen einspielen lassen, hat die dann quasi nochmal geresampelt und geloopt, damit sie halt diesen monotonen... Großartige Idee, wäre ich selbst nie drauf gekommen. irgendwo bescheuert, aber... ja, halt eine bestimmte Art Musik zu machen. Also man hat trotzdem seine eigene Melodie, seine eigene Tonlage, man muss es nicht pitchen, man muss nicht mit dem arbeiten, auch harmonisch, was man auf der Platte findet, hat aber trotzdem diesen Sample-Charakter irgendwo drin. Nein? Ja, Ich bin kein Musikproduzent. Das hat alles gewisse Vor- und Nachteile, weißt du? Und was ist es auch toll, Menschen zu haben, zu denen du gehen kannst, sagen, spiel doch mal das, nee, warte mal, guck mal, nee, spiel, nee, mach mal, ändere das mal, ja, so, spiel's mal so, das ist super. Und das kannst du dann auch gerne wieder samplen, machen, Ton, ist ja klar. Aber, weißt du, in dem Umstand, einen zweitaktigen Loop oder viertaktigen Loop oder was auch immer zu haben, der halt nicht in der Lage ist, in der du den brauchst, den du dann pitchen musst, da passiert was. Also da sind einfach, wenn du gut genug hinhörst, entdeckst du genau in dem Umstand, dass es erst nicht passte, eine gewisse Schönheit und so. Also das ist, deshalb sage ich, das ist nicht, man macht das nicht, sondern man ist irgendwie dabei, guckt, aha, und entdeckt dabei, also ich konnte nicht wissen, dass das passieren würde. Aber jetzt, wo wir es gemacht haben, erkenne ich, dass es ganz klar war, dass es geil ist, und deshalb machen wir jetzt genau so weiter. Weißt du? Da passiert sehr viel über Ausprobieren. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über Musik und Einflussnahme sprechen.
Also du versuchst ja mitunter mit deinem guten Ruf und mit deinem Standing, das du in der Öffentlichkeit hast, auch was Gutes zu bewegen. Warum lachst du denn jetzt schon an der Stelle? Er lacht wegen gutem Ruf, glaube ich. Das ist doch... Ich glaube, mittlerweile mögen dich die Menschen alle, oder? Spätestens seit X-Factor, oder? Kamen dauernd Menschen zu mir und meinten, der Moses ist so nett. Das hätte ich nie gedacht, aber der ist so nett. Voll der Affe, der ist ja voll der Knuddelbär, Alter. Ja, der ist so putzig, so niedlich. Weißt du, kann man plötzlich so, ich glaube, seit X-Factor ist dein Ruf absolut wiederhergestellt. Peter, du engagierst dich zum Beispiel neben Sarah Connor muss man gut aussehen. Eigentlich kannst du neben Sarah nicht gut aussehen, weil sie so gut aussieht. Da seid ihr nicht einer Meinung, ich lasse das jetzt mal so stehen. Aber du versuchst halt wirklich auch, weißt du, nochmal Menschen über eine andere Schiene zu erreichen, ne? Indem du halt ganz klar sagst, du bist Vegetarier, Veganer, je nachdem, in welcher Phase du gerade bist. Du engagierst dich für Peter. Was kriegst du denn da wieder in Feedback? Weil das würde mich mal interessieren. Weißt du, ich meine, das eine ist, wie stark die Menschen deine Musik wahrnehmen oder die Leute, die wir eben gehört haben, die sagen, das, was du machst, ist für mich wichtig und wertvoll und das hilft mir. Aber was kriegst du denn eigentlich zurück, wenn du jetzt bei so einer Peter-Kampagne mitmachst? Oder wenn du halt proklamierst, dass man kein Fleisch essen soll? Kriegst du da auch Mails, wo Menschen sagen, jawohl, du hast recht. Ich habe jetzt aufgehört, Fleisch zu essen. Also ich mache das ja nicht, um irgendwas zurückzubekommen, sondern weil ich es für richtig halte. Und ich kann, also habe am eigenen Leibe erlebt, wie es umgekehrt ist. Also ich erinnere mich noch, das ist nicht in den Spot gekommen, aber bei dem Peter-Spot, den wir jetzt vor über 2 Jahren gedreht haben, war auch eine Frage, ja, warum machst du das? Also innerhalb des Spots. Ja, weil ich es für richtig halte und hoffe, irgendjemanden, der so am Schwanken ist, zu ermutigen, wie ich hoffe, irgendwann ermutigt zu werden, Veganer zu werden. Und genau so ist es geschehen. Zwei Bekannte von mir, einmal der Patrick Baboumian, ehemals stärkster Mann der Welt, Deutschlands. der hat ein Buch geschrieben über veganes Leben und so ein paar Sachen mir auch persönlich dazu geschrieben und mir ein Shirt geschenkt, das auch mich ein bisschen motiviert hat. Und ich habe halt beobachtet, dass es geht. Und ich hielt es immer schon für richtig, das heißt immer schon, aber also wenn man vor Augen hat, warum ich Vegetarier geworden bin, doch nicht, weil es mir nicht geschmeckt hat, sondern weil ich es für falsch hielt. Und wenn du aus dem Grund Vegetarier wirst, stellst du halt irgendwann fest, scheiße, das, was ich damit erreichen wollte, erreiche ich mit der Lebensweise, die ich da habe, einfach gar nicht. Weil irgendwelche Küken halt auf die Welt kommen, 2 Stunden leben, sofort vergast werden, weil es sich nicht lohnt, also männlich sind, bla bla, die aufzuziehen, bis sie Fleisch werden. Also mit jedem Ei, das ich kaufe, gebe ich den Auftrag, damit fortzufahren. Und ich will das nicht. So war irgendwann nur noch die Frage, hast du die Kraft, das zu tun? Ist es für dich umsetzbar? Und da hat es einfach sehr geholfen, Menschen zu sehen, die es tun und nicht komplette Spinner sind, weißt du, sondern einfach, ja, pass auf, ja, läuft doch. Und wenn ich, wie gesagt, wenn das umgekehrt funktionieren kann, dass irgendjemand sieht, ach, guck mal, der Pelham scheint ja gar nicht vom Fleisch zu fallen, das funktioniert ja irgendwie. Also nicht jemanden den Grundanstoß zu geben, weiß ich, vielleicht jetzt jeder macht, was er für richtig hält. Nur ich gehe ehrlich gesagt davon aus, wenn jemand ernsthaft darüber nachdenkt, dass er zu gar keinem anderen Entschluss kommen kann. Und das ist dann tatsächlich nur noch eine Frage, das ist es machbar, ist, wenn dann jemand bei mir sieht, dass es geht, wie ich bei anderen gesehen habe, dass es geht, glaube ich, tun wir alle einander was Gutes. Also sag mal so ein anderer Punkt, wo es auch so ein bisschen um Einflussnahme geht. Wir sollen dir einen wunderschönen Gruß von Thomas D. sagen. Zurück. Er findet, du küsst dich sehr grandios, weich. Ja, und, ja. Und, auch und gesagt. Es fühlt sich total super an, dich zu küssen. Ja. Es gab eine Kampagne vor ein paar Monaten mittlerweile schon, wo es darum ging, ein Zeichen zu setzen gegen Homophobie in der Musik. Um dieses Zeichen zu setzen, haben sich prominente Männer geküsst, unter anderem eben auch. Ist da dieses wunderschöne Foto entstanden. Und Thomas D. hat mir erzählt, er fand es ganz super, dich zu küssen. Aber es gibt nur original dieses eine Foto, weil er meinte, eure Lippen haben sich fast berührt. Und dann bist du gegangen und hast gesagt, okay, stopp, reicht. Ciao.
Ja gut, das war jetzt auch nicht zum Vergnügen, ne? Sondern halt für eine gute Sache. Aber du hast also meine Liebe und alles und so, aber ja, ja, klar. Aber doch nicht, weil es mir Freude macht. Aber das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will, den ich halt so beeindruckend finde. Ne? Du hast es halt trotzdem gemacht, auch wenn du es jetzt eigentlich nicht so cool findest. Mit, also es selbst zu machen, von mir aus kann es machen, wer Bock hat. Nur, ne? Also, du möchtest halt eigentlich nicht. Nicht, nein. Ich möchte gar keine fremden Menschen küssen. Hast du lange drüber nachgedacht? Ich hatte nicht so viel Gelegenheit. Es war so, hier, guck mal, das machen wir, wir müssen es übermorgen machen, bla 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 bla. Habe ich mit ein paar Vertrauten gesprochen, die dann sagten, aus verschiedenen Gründen sagten, ja, mach doch. Ich habe zwischendurch auch gedacht, ich meine, weißt du, ganz ehrlich, wen willst du denn jetzt in Deutschland noch finden, der bereit ist, öffentlich irgendwas gegen Homosexuelle zu sagen? Thilo Sarrazin vielleicht. Aber jemand, der ohnehin schon geächtet ist, meinst du? Aber gerade im Nachhinein muss ich sagen, dass auch das schwule Bekannte von mir, die mir dann danken dafür, ich sagte, hä? Ehrlich gesagt, ich bin damit mit der ganzen Sache viel zufriedener, als ich zwischenzeitlich befürchtete. Ich mag's. Ja, schön. Ich bin nicht lesbisch, aber ich tranke dir trotzdem, weil ich es wichtig finde. Sehr gerne. Machen wir fest. Worüber freust du dich jetzt? Das ist voll. Das wissen wir auch nie so genau eigentlich. Weißt du, manchmal macht er solche Dinge und keiner weiß, warum eigentlich. Leute, habt ihr noch Fragen bis hierher mal? Oder wollt ihr Moses was sagen? Also bitte meldet euch jederzeit, weil wir wollen da ist eine Frage. Moses, ist noch Schnaps da? Ja, ja. Steht hier. Ja. Bitte bedient euch. Können wir direkt verantworten, ist noch viel Schnaps da. Und nein, ihr könnt immer noch nicht rauchen. Ah, warte, ich komme. Um Gottes Willen, es ist passiert genau das, was ja eigentlich nicht geplant war. Wir animieren Menschen zum Alkoholkonsum. Tun wir überhaupt nicht. Nein, tun wir gar nicht. Wir ermöglichen es lediglich. Lass dir mich kurz. Was eine gute Tat ist. Natürlich. Herzlichen Dank. Irgendwo. Hallo, wie heißt du? Ich bin Liasa. Hallo. 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 Was möchtest du sagen? Ich würde gerne wissen, ob oder wann ein Nachholkonzert zu dem ausgefallen. Ja, danke, genau. Bitte. Das finde ich nämlich richtig schade und ich finde, ich sollte dich nochmal live sehen, deswegen würde ich das gerne wissen. Das ist tatsächlich einfach ein wirtschaftliches Problem, eine einzelne Show zu spielen. Vielen Dank. Mit dem Aufwand ist einfach nicht möglich. Das geht nur über eine Tour. Also ich kann nicht mit 12 Leuten hier anrücken, mit der PA, allem drum und dran, für eine einzelne Show. Aber dann ist ja die Anschlussfrage auch klar, wann gibt es die Tour, eine neue? ich würde mal sagen, nicht vor einem nächsten Album. Ja. Ehrlich gesagt. Dann, ja, was jetzt mit dem Album? Ich kann die Unterhaltung mit mir selbst führen. Ja, du provozierst es aber auch. Ja, also wenn es fertig ist. Wie viele Samples hast du schon dafür? Und ganz bestimmt nicht mehr in diesem Jahr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist für mich persönlich sehr schade, aber es ist, wie es ist. Und Musik und Kunst hat ihren Preis, deswegen warten wir darauf. Also wartest du jetzt auch noch mal 3 Jahre und dann vielleicht? Ja, vielleicht auch 10, ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, so lange wird es nicht dauern. Alles klar, gut. Ich bin ja jetzt on fire, weißt du? Okay. Ich danke dir. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja. Ich bin gerade so, warte, ich komme da hinten hin. Ah, da auch. Moment. Hallo, wie heißt du? Sebastian. Sebastian. Hallo. Versöhnung mit Thomas D., Versöhnung mit Xavier Naidu. Wie sieht's aus mit Stefan Raab? ja, ich finde, dass diese drei, nennen wir es mal, Auseinandersetzungen, alle überhaupt nicht miteinander zu vergleichen sind. Aber die Wahrheit ist, ich bin als Mensch an einem Punkt, an dem ich auch da in einem Gespräch in keinster Weise abgeneigt wäre, wenn das ernsthaft und seriös ist. Ja, du hast ihn danach nie wieder getroffen? Man trifft sich ja schon so als Prominenz in Deutschland.
Ich habe den schon mal wieder gesehen, ne? Also so von weitem, dass dann irgendwie 10 Bodyguards. Ich hab weg. Nee, wirklich, dass dann 10 Bodyguards so irgendwie auf mich gucken, als wäre ich irgendwie voll der Amok-Täter oder sowas. Vielleicht denkst du mal, meint ihr, ich habe echt nichts Besseres zu tun, als jetzt jedes Jahr den Typen zu batschen? Also ich denke auch, was ist das für eine. Aber miteinander gesprochen oder sowas hätten wir nicht. Ne? Es gab so eine Gerichtsverhandlung in der Sache. Das war, glaube ich, das Nächste, was ich ihm gekommen bin. Du warst ja fast so oft vor Gericht wie Bushido, das ist ja. Sebastian, möchtest du noch mal einhaken an der Stelle, bitte? Ich will nur den blöden Witz machen. Du hast dich noch nicht als Kandidat bei Schlag den Raab beworben. Gut, kann jetzt bitte irgendjemand anders sagen, ja, hat er ja schon gemacht, hat die Million nicht bekommen, bla bla bla. Ich fand den schon witzig. Ja, witzig ist es, nur nicht neu halt. Okay, nächste Frage. Dein Name? Mirko. Deine Frage? Ja, also ich finde zwar, dass alle die neuen Sachen, Geteiltes Leid 2 und 3, ihre Berechtigung haben, aber wofür ich selbst Moses Pelham, Moses P., wie auch immer, sehr schätze, das war eigentlich die kompromisslose Rap-Art, die durch ihn überhaupt erst Einzug in Deutschland gefunden hat. Und meine Frage ist, gibt es eine Hoffnung, dass vielleicht ein Album in der Richtung, so wie die ersten zwei Rödelheim und Geteiltes Leid 1, vielleicht nochmal irgendwie aus deiner Feder kommt? Ja, geht irgendwie schon, weil ich meine, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Egal, was heute in der Szene los ist, aber das war damals richtungsweisend. Nee, guck mal. Ja, ganz ehrlich. Also jetzt, wenn wir von Technik sprechen wollen, da gibt es bei Rödelheim Hartram-Projekt wirklich ein paar ganz schöne Ansätze. Und wenn man das so im zeitlichen Kontext sieht und sieht, was die anderen zu dem Zeitpunkt machten, ist es bestimmt auch super und lieb und nett und alles. Aber dir wird doch nicht entgangen sein, dass das, was ich heute mache, technisch auf einem ganz anderen Planeten ist. Moment. Als Rödelheim-Hartram-Projekt. Es geht weniger darum, ob die Technik sich weiterentwickelt hat, sondern es geht mehr um die Thematik. Also ich würde die ersten Rödelheim-Sachen so mit, was mit Redman zum Beispiel vergleichen. Also eher, wo es weniger darum geht, eine Message rüberzubringen, sondern mehr Styles zu kicken, halt einfach rap-technisch. Und ich fand das sehr... Ja, was denn du jetzt? Ah ja, auf der ersten Rödelheim zum Beispiel, wo es eigentlich so diese Fuck-Off-Haltung tatsächlich in Raps dargestellt, also war für mich erfrischend. Sorry, meine Wahrnehmung. Nein, das ist doch auch richtig, das war zu dem Zeitpunkt erfrischend. Wenn ich das heute täte, wäre ich ein alter Mann, der so tut, als sei er jugendlich. Das ist doch total absurd. Und ich meine, ehrlich gesagt, es gibt Jugendliche, die heute so Zeug machen, wenn ich mir denke, oh Mann, ist das peinlich. Traue mich aber nichts zu sagen, weil ich mir denke, pass auf, hast du es ja selbst als Jugendlicher gemacht. Aber dass ich als alter Sack mich hinstelle und Zeug erzähle, das ich für total beknackt halte, das ist doch echt ein bisschen zu viel verlangt. Und ehrlich gesagt will ich an dieser Stelle unbedingt, ich habe das so oft schon gedacht und jetzt lasse ich es raus. Nee, aber Moment, vom heutigen Standpunkt aus, Raps gekickt, zur Liebe zu Rap. Dir geht es um Rap, um des Raps Willens. Richtig, ja? Ganz genau. Ja gut, aber das tut doch ultra. Weißt du, das passiert doch in Hope. Und ich habe mich doch voll zusammengerissen, dass das nicht öfter passiert auf der Platte. Ja, das können wir ja nicht genau wissen. Genau das meine ich. Ja gut, nein, aber nein. Ja, reiß dich doch nicht zusammen, Mann. Lass raus. We love that shit. That makes you unique. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also, und selbst wenn es so wäre, ist auch wurscht. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt hierbei. Ich mache das nicht, damit irgendjemand das Gefühl hat, ah, guck mal, der Neger hat meine Jugend konserviert oder irgendwie sowas. Das ist grundsätzlich keine Dienstleistung. Ich mache das, was ich für richtig halte. Das, von dem ich sage, pass auf, ich brauche das. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt anfinge, irgendwie Zeug zu machen, ah, guck mal, das wollen die hören, das wollen die hören, dann kann ich genauso gut anfangen, Schlager zu machen. Nee, es geht mehr um doch, die doch, pass auf, das, was ich da mache, ist das, was ich für richtig halte. Okay. Dann ist die Frage schon beantwortet, dass es die Hoffnung halt nicht zu erfüllen gibt, dass es vielleicht nochmal sagst, in diesem Style von damals geht. Naja, die Wahrheit ist, ich habe ja nicht mal verstanden, was du meinst. Weil du sagst,
weil du sagst, ja, guck mal, rap-technisch, bla 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 da. Ich sagte, guck mal, ehrlich gesagt, rap-technisch ist das, was ich heute mache, auf einem anderen Planeten, als das, was wir da früher gemacht haben. Also ich meine, ich bin geprägt von den ersten zwei Rödelheim-Platten und Geteiltes Leid 1, die mich zu dieser Frage überhaupt bringen. Ja. Weil dieses Gefühl da... Aber also, lass mich versuchen, die Frage abschließend zu beantworten. Nein. Ich habe das damals nicht gemacht, um dich zu entertainen, sondern weil ich es zu dem Zeitpunkt für richtig hielt. Und wenn ich es heute nicht mache, liegt es wahrscheinlich daran, dass ich es heute nicht mehr für richtig halte. Und wenn ich jetzt anfange zu machen, was ich nicht für richtig halte, weil es dich entertainen soll, dann sind wir im Bereich der Prostitution. Okay. Dann dein Name? Ja, Jana. Jana, noch eine Jana? Ja, genau, viele Janas heute hier. Ich wollte fragen, was ist denn momentan dein aktueller Lieblingssong? Überhaupt? Von egal wem? Ja. Was hörst du am meisten? Also ich höre die aktuelle James Blake-Platte gerade viel, die ich außer einem Stück, das ich immer skip, relativ durchlaufen lasse. Und dann gibt es ein Stück aus dem aktuellen Hobbit-Film von Ed Sheeran, heißt der Mensch? Ich habe keine Ahnung. Also Ed Sheeran, ja. Wie heißt das Stück? I See Fire, genau, I See Fire. Das finde ich unfassbar. Also das wäre wahrscheinlich das Stück, das ich im Moment am liebsten höre, und das James Blake Album, das Album, was ich am meisten höre im Moment. Eine Frage beantwortet? Ich danke dir. Was bringt die Zukunft für Moses Pelham und was bringt Moses Pelham uns in Zukunft noch? Das weiß ich nicht. Das ist auch so ein bisschen der Witz am Leben. So. Aber ich kann dir sagen, dass ich im Moment so viel Freude an, also nicht nur dem Schreiben und Produzieren für andere, sondern auch am Selbstrappen und selbst Solokünstler sein habe, dass ich mir vorstellen kann, dass da in nicht allzu langer Zukunft nochmal ein Soloalbum kommt. Ich hasse es so, wenn andere das tun. Weißt du, ich wollte jetzt sagen, ja, ich arbeite gerade an einer Platte, die echt ganz spannend werden könnte, bla bla, aber ich kann euch nicht sagen, was, bla bla, das Geschwätz, alles, das spare ich mir. Gut, dann wissen wir jetzt, dass du an einer Platte arbeitest, die unglaublich spannend wird, aber von der du nicht reden willst. Moses Pelham, bitte einen herzlichen Applaus. Vielen Dank fürs Dasein. Herzlichen Dank, dass Dankeschön. Du hier gewesen bist. Danke, dass ihr hier wart. Genau, herzlichen Dank an euch. Und herzlichen Dank an die Völklinger Hütte, die uns hier eingeladen hat in diese beeindruckende Location.